Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Natürlich wohnt dem Werkzeug Waffe nicht dem gleichen inne wie dem Werkzeug Stricknadeln. So, zu was sind Waffen da? Waffen sind dazu da, natürlich, um sie als Waffen einzusetzen, um sich zu schützen oder sie gegen den Gegner einzusetzen. In letzter Konsequenz sind Waffen dazu da, um zu töten. So, und dann sind wir permanent schon bei der Grundangst aller Ängste, nämlich dem Tod. Und wenn wir einer Waffe gegenüberstehen, dann sind wir mit dem Tod konfrontiert, also mit der letzten Schranke. So, etwas abgefedert, weil wir natürlich im Unterricht noch vor einer Keule stehen, einer Holzwaffe oder einem Aluminiummesser, das nicht angeschliffen ist und nicht gespitzt ist. Aber trotz allem, auch das sind Waffen und jede Waffe ist eine geladene Pistole und eigentlich stehen wir dem Tod gegenüber. Unser Kopf weiß das nicht, aber unser Körper weiß das. In unserem Körper ist das klar, dass er, wenn er vor einer Waffe steht, er mit dem Tod konfrontiert ist. Und so verhält er sich auch in letzter Konsequenz. Ich werde es nie vergessen, das war mal mit einem Schüler, das ist schon Jahre lang aus. Da haben wir Body Dagger geübt mit dem und dem. Und plötzlich hat er den Degen an der Kehle gehabt und er ist weiß geworden. Er hat zu zittern begonnen, er ist da gestanden und dann hat er später gesagt, erst hat er gespürt eigentlich, ist jetzt nichts da drinnen, in seinem Körper ist gewusst geworden, er war tot. Und das war keine intellektuelle Empfindung, es war eine körperliche Empfindung. Und dann ist es ihm klar geworden, was er da übt und was er da macht. Es ist nicht ein Spiel. Wir machen nicht Kinderfechten. Sondern immer dann, wenn wir von der Präzision der Waffen reden, wenn wir sagen, dort hingreifen wir an, dorthin, auf diesen Punkt, da dreht sich alles rund, auf die Schläfe, auf das, wir reden da vom Tod. Wenn man jemanden auf die Schläfe haut und das ist nicht sehr stark, dann ist das nicht ein Spiel, der ist tot. So. Wenn man ihn mit dem Messer über die Kehle schneidet, er ist tot. Wenn man ihn mit einer spitzen Waffe in die Leiste sticht, er stirbt. Der Körper weiß das. Aus dem Grund, weil wir ihn ja nicht in der Regel nicht geübt haben, sich sinnvoll zu halten, macht er irgendwelche Notreaktionen, um sich zu schützen, die natürlich absolut sinnlos sind, wenn er jedem gegenübersteht, der weiß, was er tut. Denn zu denken, dass wir in der Notsituation etwas Richtiges machen, wenn wir uns nicht darauf vorbereitet haben, ist eine Illusion. Gibt es immer wieder viele Leute, die erleben in Selbstverteidigungskursen, die sagen, ja, im Ernstfall werde ich schreien können, im Ernstfall werde ich das können, im Ernstfall werde ich das können, nichts werden sie können. Wie sollst du denn im Ernstfall etwas können, worauf du dich nicht vorbereitet hast in letzter Konsequenz? Und die Vorbereitung ist nichts Technisches. Die Vorbereitung ist nichts Technisches, sondern die Vorbereitung ist, wie komme ich damit innen zurecht? Da haben wir zuerst mal, wenn wir Stresssituationen ausgesetzt sind, haben wir natürlich das Adrenalin, das ist ganz klar. Erst an der Oberfläche haben wir natürlich den Adrenalineffekt. Auch den müssen wir umgehen lernen. Adrenalineffekt ist ja von der Evolution, da sind wir eigentlich im Reiz-Reaktionsverhältnis drinnen, damit wir mit einer Krisensituation fertig werden, dass uns der Körper über die Hormonausschüttung Energie gibt, damit wir davonlaufen, damit wir kämpfen oder damit wir einfrieren. Damit müssen wir zuerst mal umgehen lernen, weil dem sind wir alle unterworfen. Dem sind wir unterworfen, wenn wir noch nie von Menschen geredet haben, vor 2 Leute hinstellen, danach vor 10 Leuten, dann vor 100 Leuten, dann vor 1000 Leuten. Dem bist du unterworfen, wenn du etwas das erste Mal machst. Dem bist du unterworfen, wenn du auf den Berg raufgehst. Dem bist du unterworfen in einer Grenzsituation. Immer hast du den Adrenalineffekt. Und mit dem musst du umgehen lernen zuerst mal. Du wirst ihn nicht verhindern können, aber du kannst mit ihm umgehen lernen. Du kannst ihn sinnvoll nützen lernen. Dahinter kommt aber die Angst. Die Angst vom Tod.
Und damit müssen wir auch umgehen lernen. Und natürlich im Waffenkampf sind wir mit dieser Angst direkt konfrontiert, weil der Sinn einer Waffe ist, in letzter Konsequenz nicht zu spielen. Deshalb sind Waffen nicht erfunden worden. Zum Spielen hätten wir andere Dinge erfunden, sondern zum Töten. Auch nicht zum Verletzen, auch nicht zum Stärke zeigen, sondern in letzter Konsequenz der Anwendung heißt es, wenn ich eine Waffe einsetze, ich töte jemanden. In Japan hat es die schöne Regel gegeben, wenn ein Schwert gezogen wird, muss es die Funktion des Schwertes erfüllen, dann muss getötet werden. Aus dem Grund waren Samurai immer darauf aus, dass der ihm gegenüber ja nicht die Waffe zieht. Sieht man so schön in alten japanischen Filmen, wo sie dann plötzlich im Kniesitz sitzen und einer wird ganz wütend und der andere bumm, geht auf ihn zu und verhindert, dass er seinen Katana zieht. Wenn er es verhindert, muss der andere nicht töten. Aber wenn es gezogen ist, wird er töten. Er wird ihn nicht einstecken, ohne zu töten. Sonst würde er seiner Waffe nicht gerecht werden, die er trägt. Die ist ein Werkzeug, um zu töten. Und wenn sie gezogen wird durch einen menschlichen Willen, muss sie ihren Willen erfüllen. So. Außer du verhinderst, dass sie gezogen wird. Da ist eine große Wahrheit dahinter, die auch bei uns im Rittertum dahinter war. Ein Schwert wird nicht einfach so gezogen. Das muss aber wieder aus dem Grund, gehört eine Schulung dahinter. Nicht, dass man in Emotionen seine Waffe rausreißt und sonst was. Das zeigt das Wesen eines unreifen Menschen. Der zieht nicht eine Waffe einfach so. Eine Waffe zu ziehen heißt, ich bin bereit, sie erst einzusetzen. Ob das jetzt eine Pistole ist, ob das ein Messer ist, ob das ein Degen ist, ob es ein Schwert ist. Selbst wenn wir unseren Intellekt einsetzen, in letzter Konsequenz, ist auch eine Waffe. Muss uns immer bewusst werden, was wir eigentlich tun. Wir können auch einen Menschen mit unserem Denken mehr oder weniger indirekt töten. Du kannst Menschen mit deinem klaren Denken sowas von fertig machen, dass sie gebrochen sind. Und ein gebrochener Mensch ist ein Mensch, dann hast du einen Menschen getötet, wenn du einen Menschen brichst. Wieso hast du ihn getötet? Weil du seinen Willen gebrochen hast und er nicht mehr vollständig ist, er nicht mehr eine Einheit ist, die er fast auch nie mehr herstellen kann. Sollte uns immer bewusst sein, wenn wir uns damit beschäftigen. Das ist was, das Vorsicht dir im Waffenunterricht, muss man sowas verhindern. Du darfst mit den Menschen, weil wenn du ein Waffenexperte bist, dann hast du einen Gegenüber wahrscheinlich in 10 Sekunden an dem Punkt, wo du ihn brichst, wenn du es wirklich machst. Und das darfst du nicht machen. Da ist eine Verantwortung drin. Aber wie gehen wir jetzt mit Waffen um? Wo sind denn die Ängste? Wo existieren die Ängste in uns? Wenn wir jetzt mal vom Adrenalinbereich weggehen, was der rein hormonelle Bereich ist, wo existiert die Angst? Wenn ich Angst vor einer Schlange habe. Hat jeder von denen, der eine Angst vor einer Schlange hat, je eine giftige Schlange getroffen? Lebt er in Australien oder in Südamerika, wo es wirklich gefährliche Dinger gibt? Bei uns rennen vielleicht gerade Kreuzotter irgendwo herum, aber andere ist eine Kreuzotter. Wo ist die Angst? Was denkt's? Da, da oder da. Die Angst ist im Kopf. Wo müssen wir uns also zuerst der Angst mal stellen? Wo müssen wir beginnen? Das heißt jetzt nicht, ich meine, wir können nicht, wenn ich jetzt Angst vor der Höhe habe, kann ich natürlich sagen, so jetzt gehe ich mal klettern, um meine Angst zu bekämpfen. Das wird nicht funktionieren. Weil du wirst vor der Kletterwand stehen und du wirst eingefroren sein, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Du wirst nicht wissen, was du tun. Und du wirst auch gar nicht hingehen, weil wahrscheinlich eine zweite Angst dazu kommt, dass du dich blamierst. So. Sonst würde die Angst offensichtlich. Das möchtest du ja auch nicht. Also müssen wir mit der Angst mal da drinnen beginnen. Aber wie können wir da drinnen beginnen? Jetzt nicht gleich den Text lesen. Was können wir beginnen, um unsere Angst zu bekämpfen? Wir führen da ein Selbstgespräch. Welches Selbstgespräch führst du in Bezug auf diese Angst? Ist dir in der Regel nicht klar. Aus dem Grund ist, wie in vielen anderen Bereichen, beginn mal, wenn du diese Angst zu legitimieren beginnst oder wenn sie in dir abläuft, beginn dir mal laut vorzusprechen, was du jetzt denkst, damit du es mal hörst. Es ist was anderes, es zu hören, als es nur zu denken. Sondern hör dir selber zu, wenn du über diese Angst sprichst. Hör dir mal selber zu. Also das tust du permanent, wenn du diese Angst hast. Alles, was du dazu sagst, wenn du diese Angst hast, versuch mal, es laut auszusprechen, es dir zu erzählen.
damit du mal hörst, was du in deinem inneren Dialog über diese Angst mit dir selber wirklich sprichst. Und wenn du dann merkst, dass es natürlich in der Regel absolut negativ ist, was du da herredest, dann versuch mal zu stoppen und versuch es auf den Kopf zu stellen. Versuch es mal umzudrehen. Versuch es mal positiv zu beschreiben. Ist natürlich nicht einfach, aber versuch es einfach mal.